Pilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Das Adjektiv proletarisch leiten wir nicht von einem Substanzbegriff oder einem historischen Bild des Industrieproletariats ab. Das Adjektiv proletarisch bezeichnet in unserem Buch eine Summe von Eigenschaften. Sie entstehen durch oder anlässlich geschichtlicher Enteignungsprozesse, die insbesondere mit jeder Industrialisierung verbunden sind und permanent mit jedem neuen der großen industriellen Schübe neu entstehen. In den Menschen, vor allem auch in der in ihnen arbeitenden subjektiven Welt, entstehen erfahrungsgemäß Antworten auf die vorangegangenen Enteignungen. Es bilden sich Auswege, neue Fähigkeiten zur Autonomie. Diese Antworten nennen wir im Zusammenhang mit der Herstellung von Öffentlichkeit proletarisch. Das, was ihr hier gehört habt, war ein Auszug aus dem Buch Öffentlichkeit und Erfahrung von Oskar Negt und Alexander Kluge, erschienen im Jahr 1972. Mit dem Begriff der proletarischen Öffentlichkeit eng verbunden ist jener der Gegenöffentlichkeit. Wo Gegenöffentlichkeit entsteht, welche Medien sie sich sucht, welche konkrete Form sie annimmt, das hängt von zahlreichen Faktoren ab. Vielleicht auch von Zufällen. Von solchen Faktoren und Zufällen soll auch diese Sendung handeln. Eine Sendung über die Geschichte der Arbeiter Illustrierten Zeitung, die von 1921 bis 1938 erschienen ist. Ab 1936 umbenannt in Volksillustrierte. Erst war sie eine illustrierte Zeitung der Weimarer Republik, später ein Exilblatt. Immer versuchte sie, ein internationales Publikum anzusprechen. Herausgegeben und maßgeblich geprägt von Willi Münzenberg. Wie die Arbeiter Illustrierte Zeitung entstand, was das Besondere an dieser Illustrierten gewesen ist und welche Formen von Gegenöffentlichkeit hier entstanden sind, das könnt ihr in der kommenden Stunde erfahren. Zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Ha ha ha!
Die Geschichte der Arbeiterillustrierten Zeitung, kurz AIZ, ist ein Teil der Geschichte der Arbeiterbewegung und ihrer Öffentlichkeit. Die Redakteure und Gestalter der AIZ standen der KPD und der Kommunistischen Internationale nahe, aber sie war kein bloßes Sprachrohr von Partei und Moskau. Die Arbeiterillustrierte Zeitung hat ihre Ursprünge im Jahr 1921. Mit der AIZ wird klar, die Arbeiterbewegung betritt das Terrain der Fotografie. Die Arbeiterillustrierte Zeitung war ein sehr wichtiges Organ für die Arbeiterfotografen, weil die eigentlich als erste Zeitung eine Publikationsmöglichkeit gegeben hat für so proletarische Amateurfotografen, ihre Aufnahmen halt zu publizieren. Lilly Helmbold lebt in Leipzig, ist aktiv in kommunistischen Zusammenhängen und sie studiert Geschichte. Im Rahmen einer akademischen Abschlussarbeit hat sie sich mit der Geschichte der Arbeiterillustrierten Zeitung auseinandergesetzt. Gegründet wurde die 1921 im Zuge von der Hungersnot an der Wolga, in der recht frischen Sowjetunion sozusagen. Und bei dieser Hungersnot gab es dann so einen internationalen Aufruf für Hilfsaktionen. Vielleicht fängt man so an. Also es gab einen internationalen Aufruf, vor allem von Lenin, aber auch Trotzki und Gorki, die gesagt haben, ja, wir brauchen so Geld und Hilfe halt, um diese Hungersnot abzufangen. Und daraufhin wurde Willy Münzenberg, der relativ eng verknüpft war mit Lenin und der Kommentant vor allem, der wurde beauftragt, für die deutsche kommunistische Fraktion eigentlich eine internationale Organisation zu gründen, die diese ganzen versprenkelten Hilfsaktionen zusammenfasst. Und das war dann die internationale Arbeiterhilfe. Und dann wurde gesagt, okay, wir brauchen jetzt aber auch noch halt ein Publikationsorgan, was sozusagen auch für die Sowjetunion wirbt. Also, dass diese Hilfsaktionen weiterlaufen, dafür sozusagen Propaganda macht. Und das ist eigentlich dann der Vorläufer von der AIZ gewesen. Die hieß zuerst Sowjetrussland im Bild, dann wurde die nochmal umbenannt in Hammer und Sichel und ich glaube 25 ist daraus dann die Arbeiterillustrierte Zeitung geworden. Das war ja erstmal so der ganz konkrete historische Vorgang und was man vielleicht dazu sagen muss, was damit reingespielt hat, war, dass Russland im Zuge vom Ersten Weltkrieg in vor allem Westeuropa und vor allem Deutschland halt nicht gut weggekommen ist. Also es gab kein gutes Russlandbild, was auch mit so einem Antikommunismus der frühen Weimarer Republik zusammenhing. Auch dafür war diese Zeitung da. Und wofür sie auch da war, im Prinzip war die kommunistische Idee oder das kommunistische Begehren halt weiter zu verbreiten. Also es gab ja am Anfang von der UdSSR natürlich den Gedanken der Notwendigkeit von einer Weltrevolution, die dann letztendlich ausblieb. Und dafür war die AIZ eigentlich genauso da. Die Arbeiterillustrierte Zeitung will nicht nur einem negativen Bild von Sowjetrussland entgegenwirken und sie will nicht nur die Idee des Kommunismus und kommunistische Analysen verbreiten. Die AIZ will auch in schon bestehende kommunistische Öffentlichkeiten hineinwirken. Warum das notwendig wurde, ist eng mit der neuen ökonomischen Politik verbunden, kurz NEP, die ebenfalls ab 1921 von Lenin und Trotzki durchgesetzt wurde. Neue ökonomische Politik, das hieß eine Dezentralisierung und Liberalisierung in verschiedenen ökonomischen Bereichen, das hieß Konzessionen an privaten Handel, teilweise Rückgriff auf marktwirtschaftliche Methoden. Schon in der eigenen Partei war das NEP-Konzept von Lenin und Trotzki auf Skepsis und Widerstand gestoßen. Auch eine kommunistisch sympathisierende Weltöffentlichkeit musste von der neuen ökonomischen Politik überzeugt werden. Das war einfach eine sehr umstrittene Politikwende, bei der für die Kommunistinnen nicht so ganz klar war, ob die UdSSR jetzt nicht so einen Staatstörn oder sowas macht. Und worum es dann eben auch in der AIZ geht, vor allem in den 20er Jahren, das sieht man relativ gut. Und da sollte dann herausgestellt werden, wie fortschrittlich eigentlich die NEP ist für die UdSSR. Also es gab dann auch so, um Beispiele zu nennen, es gab dann auch so verschiedene Hilfsaktionen, wo ich glaube, Ende der 20er zum Beispiel wurden halt Gelder gesammelt, um dann halt Traktoren zu spenden oder so für auch für das Wolga-Gebiet. Und dann findet man da so ganz viele Berichte über diese Traktoren in der UdSSR oder überhaupt sehr viele Berichte über die wirtschaftliche Fortschrittlichkeit, die mit der Wende von der NEP einhergegangen ist.
Als illustrierte Zeitung betritt die AIZ ein Terrain, das eigentlich dem Gegner gehört. Die Illustrierte ist ein urbürgerliches Format. Sie verkörpert wie kaum ein anderes Medium den Umstand, dass Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Information als Ware entsteht. Die Illustrierte ist eine bildhafte, spektakuläre Form der Öffentlichkeit, in der sich das Bürgertum spiegelt. Der Markt der Illustrierten ist ein bunter Massenmarkt, oft verbunden mit dem Zweck der Reklame. Neben all den bürgerlichen Illustrierten, nun also auch eine arbeiterillustrierte Zeitung? Warum das jetzt eine Illustrierte war, das hängt natürlich zusammen mit dem Pressewesen der Zeit oder auch mit der Weimarer Republik. Also die Illustrierte ist so ein recht neues Format in den 20er Jahren oder 10er, 20er Jahren. Der Vorläufer sind halt so Zeitungen mit so Karikaturen und eigentlich ist es sozusagen ein ästhetisches oder publizistisch-ästhetisches Format von der bürgerlichen Seite. Also bürgerliche Illustrierte waren halt, genau, das waren halt einfach Artikel über irgendwelchen Schnulli oder so, die dann halt bebildert wurden mit irgendwelchen ganz spektakulären Bildern. Und die kommunistische Presse hing im Prinzip ein bisschen hinterher, also wenn man das so sagen kann. Also die erste Agitprop-Konferenz von der KPD fand erst 1925 statt, was relativ spät ist. Und die haben sich so ziemlich lange dagegen gewehrt, sich auf eine bestimmte Art Gedanken darüber zu machen, wie können wir jetzt eigentlich mit unserer Presse so eine Agitation und Propaganda betreiben oder so. Und da ist die Arbeiterillustrierte Zeitung relativ fortschrittlich gewesen. Also die dann halt gesagt haben, okay, wir eignen uns dieses Illustrationsprinzip oder so, diese Bebilderung von unseren Artikeln, das eignen wir uns halt an, weil das hat dann verschiedene theoretische Implikationen, aber weil das sozusagen ein ästhetisches Bedürfnis der Bevölkerung oder der proletarisierten Bevölkerung bedient und versuchen das dann für uns aber auch zu wenden. Also das ist dann, da kommt dann die Frage nach der Montage eigentlich mit rein. Also die Idee von der AIZ war zu sagen, man nimmt diese Bebilderung nicht, um einfach nur ja halt schöne Glanzseiten zu produzieren, sondern man setzt die Bilder in ein bestimmtes Verhältnis zum Text, dass eigentlich eine Gesamtmontage entsteht. Und die Funktion von diesen Fotografien, die hatten verschiedene Funktionen. Also entweder sollten die halt den Inhalt des Artikels synthetisieren oder pointieren oder nochmal zynisch wenden oder eben auf was ganz anderes verweisen. An der Arbeiterillustrierten Zeitung haben namhafte Intellektuelle der Weimarer Zeit mitgewirkt. Mitarbeiter sind etwa Georges Cros, Maxim Gorki und Käthe Kollwitz. Zu ihren Autorinnen und Autoren gehören unter anderem Ilja Ehrenburg, Anna Segers und Heinrich Mann. Damit entsteht eine interessante Konstellation. Denn das Terrain der AIZ ist eigentlich bereits doppelt belegt. Dass das Format der Illustrierten Zeitung bisher eigentlich genuin bürgerlich gewesen ist, wurde schon erwähnt. Auf der anderen Seite verfügte die KPD doch bereits über ein eigenes Presseorgan. Die Rote Fahne. Das Verhältnis von der AIZ wie auch zu der Internationalen Arbeiterhilfe, wie auch speziell Willy Münzenberg zur KPD, ist relativ schwierig. Also die Redakteure von der AIZ waren immer KPD-Mitglieder. Willy Münzenberg selber auch und aber auch Lilli Becher oder Lilli Korpus war zum Beispiel auch KPD. Also eigentlich sozusagen alle Personen, die fest tätig waren für die AIZ im Redaktionskörper, waren KPD-Mitglieder. Und gleichzeitig war aber das Ziel der AIZ, über die expliziten KPD-Mitglieder als Adressatinnen hinauszukommen. Also was natürlich auch diesem agitatorischen Anliegen oder so entspricht. Also die AIZ wurde halt nicht nur von KPD-Mitgliedern gelesen, sondern eigentlich, sie zielte auch auf Sozialdemokraten, bürgerliche, progressive Demokraten, Anarchistinnen oder wie auch immer. Also es war so sehr breit aufgestellt. Und der Vorteil ganz realpolitisch war, dadurch, dass es nicht explizit KPD-Organ war, dass es nicht so einfach verboten werden konnte und nicht so einfach Repressionen ausgesetzt war, wie das zum Beispiel bei der Roten Fahne der Fall war, die nach dem deutschen Oktober ja zeitweilig einem Verbot unterlag. Sondern es lief alles über den neuen deutschen Verlag, den Willy Münzenberg übernommen hatte. Das war ein gewisser Vorteil, der da bestand. Und was
auch noch eine Rolle spielt, was ich angesprochen hatte, war, dass die KPD selber kein sonderlich, ja, ich weiß nicht, wie man das nett formulieren soll, also die hatte halt kein sonderlich ausgefeiltes Agitationsprogramm oder so. Die Texte der Roten Fahne waren oftmals von einem autoritären Duktus geprägt. Das Proletariat sollte wie ein bewusstloses Objekt durch die Leitsätze der KPD geformt werden. Zudem kommt die Rote Fahne in einem durchaus sperrigen Stil daher, zwischen abstrakter Theorie und Resolution. Anders die Arbeiterillustrierte Zeitung. Diese breitere Aufstellung der AIZ und diese offenere Art oder so, die nicht so resolutionslastig war, wie das jetzt zum Beispiel bei der Roten Fahne der Fall war. Prägend für diesen anderen Stil der AIZ war ihr Herausgeber Willi Münzenberg. Kommunist, Verleger und Filmproduzent. Münzenberg war bereits Mitglied im Spartakusbund gewesen. Später gehört er zu den Gründungsmitgliedern der KPD. Er wird in der Weimarer Republik zu einem der einflussreichsten Vertreter der KPD, für die er von 1924 bis 1933 auch im Reichstag sitzt. Doch Willi Münzenberg ist nie Parteisoldat und schon gar nicht hörig gegenüber der Zentrale in Moskau. Mir ist das selber noch so ein bisschen schleierhaft, warum halt der Lenin 21 eben den Willi Münzenberg dafür engagiert, diese internationale Arbeiterhilfe aufzubauen und auch dieses Organ, wie die Arbeiterillustrierte Zeitung eben, weil ja die KPD auch über die Rote Fahne verfügt hat und Willi Münzenberg eigentlich auch so ein recht zwiespältiges Verhältnis hatte zur Komintern. Also da, zu dem Zeitpunkt, Anfang der 20er Jahre, ist da schon so ein Streit gelaufen mit der Jugendinternationale, wo er sich sehr engagiert hatte und da total abgesägt wurde. Und trotzdem wird er halt zu dem Zeitpunkt dafür engagiert, eigentlich eines der wichtigsten Propagandablätter für die Sowjetunion aufzubauen. Und ich glaube, das lag dann halt viel daran, dass, also der Münzenberg wird auch oft halt so mystifiziert oder so als so eine Person, die so ein sehr besonderes Geschick irgendwie hatte, da zwischen so verschiedenen Welten zu vermitteln. Aber auf irgendeine Art hat er das halt hinbekommen. Also der konnte halt, der hatte gute Kontakte in das intellektuelle Milieu der 20er Jahre. Also man findet dann in der AIZ auch Artikel von Einstein oder von, ja, eher auch Clara Zetkin und von so französischen Intellektuellen. In seiner Jugend hatte sich der Agitator Willi Münzenberg auch in anarchistischen Kreisen bewegt. Er knüpfte weitläufige Kontakte, die er auch dann nicht aufgab, als er sich im Auftrag Lenins bewegte. Dass Willi Münzenberg das Vertrauen Lenins genoss, obwohl er sich auch kritisch zu Direktiven aus Moskau verhielt, mag einerseits an den organisatorischen Fähigkeiten Münzenbergs liegen. Auf der anderen Seite verband Münzenberg und Lenin ein Verhältnis der Loyalität. Sie hatten sich während des Weltkriegs in Bern kennengelernt. Beide verband die Agitation gegen den Ersten Weltkrieg, für die Münzenberg auch ins Gefängnis gegangen ist. Münzenberg hatte maßgeblich dabei mitgeholfen, dass Lenin im Jahr 1917 im berühmten versiegelten Waggon nach Russland zurückkehren konnte, um dort die Oktoberrevolution zu organisieren. Dass Lenin Willi Münzenberg das Vertrauen schenkte, zeugt davon, dass zu diesem Zeitpunkt Widerspruch innerhalb der Kommunistischen Internationale noch möglich war, auch wenn die KPDSU spätestens seit der neuen ökonomischen Politik bereits die Komintern zu dominieren begann und zunehmend nach ihren eigenen außenpolitischen Maßgaben formte. Willi Münzenberg war Zeit seines Lebens ein unermüdlicher Aktivist mit einem faszinierend weiten Aktionsfeld. Die Arbeiterillustrierte Zeitung war nicht die einzige Zeitung, die in seinem Verlag Der Neue Weg erschien. Er leitete auch die Filmgesellschaften Prometheus-Film und Filmkartell Weltfilm, er organisierte Kongresse und griff immer wieder in das öffentliche Geschehen ein. Eine Figur, verbunden mit Geschichten und Mythen, die auch den Rahmen einer eigenen Sendung sprengen würde.
Die Arbeiter Illustrierte Zeitung wird in den 20er Jahren Plattform für eine spezifische Form der Gegenöffentlichkeit. Dies einerseits bedingt durch den Eigensinn Münzenbergs und sein weitläufiges Netzwerk, andererseits durch die relative Unabhängigkeit, die Willi Münzenberg gegenüber der Komintern und der KPD genoss. Es entsteht ein Feld der Öffentlichkeit, mit dem die Proletarisierten selbst gemeint sind. Um es mal konkret zu machen, die haben halt so verschiedene Rubriken. Zum Beispiel gibt es dort immer Buchbesprechungen, es gibt immer oder Theaterbesprechungen. Und dann gibt es auch sowas wie Haushaltstipps. Also wie kann ich mir aus irgendwelchen Stoffhetzen oder so halt ein schickes Kleid machen? Oder wie kann ich halt aus 3 Kartoffeln übelst den geilen Auflauf machen oder so? Also die haben sozusagen versucht, von den Alltagsbelangen des prekären Arbeiters und der prekären Arbeiterin halt auszugehen und das gleichzeitig aber zu verknüpfen immer mit so einem kommunistischen oder und kapitalismuskritischen Ansatz. Also deshalb gibt es auch dann immer verschiedene Artikel über so ganz regionale Arbeitskämpfe oder so ganz, ganz kleine Alltagskämpfe oder sowas, die dann aber auch gekoppelt werden an größere tagespolitische Zusammenhänge und immer auch geknüpft werden an eine Kapitalismuskritik zum Beispiel oder an so ein kommunistisches Anliegen. Das, also diese ganze Herangehensweise, wie bringe ich jetzt halt Leuten nahe, die nicht selber aus der Partei kommen, halt trotzdem die Parteilinien nahe oder auch dieses überhaupt so ein kommunistisches Interesse, das ist relativ verschieden zu dem, was die Rote Fahne gemacht hat. Und das zeigen dann auch die Auflagenzahlen. Also die Rote Fahne wurde 1925, glaube ich, von nicht mal der Hälfte der KPD-Mitglieder abonniert. Oder sie hatte auf jeden Fall nur eine Auflage von, ich glaube, 70.000, 80.000 oder sowas bei 120.000 KPD-Mitgliedern. Und die AIZ wurde 1930, das ist so eine Jahreszahl, wo man das irgendwie gut messen konnte, da hatte die höchste Auflage, da wurde die halt von 3 Millionen Leuten gelesen oder so. Die Arbeiter Illustrierte Zeitung bringt Artikel über regionale und internationale Arbeitskämpfe. Sie berichtet von Demonstrationen und politischer Repression. Sie schreibt über den Alltag von Arbeiterfamilien, über Arbeitsbedingungen und proletarische Lebenswirklichkeit wie die Wohn- und Versorgungssituation. Es wird aber auch über die politische Entwicklung der Weimarer Republik berichtet, stets verbunden mit dem Anspruch einer kritischen Analyse. Sie entwickelt den Anspruch, dem Bedürfnis der Proletarisierten Raum zu geben. Sowohl was das Bedürfnis nach Kultur und Freizeit betrifft, was alltägliche Bedürfnisse betrifft, was aber auch ein weitergehendes Bedürfnis nach Befreiung betrifft. All dies kann Grund sein, von einer proletarischen Öffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit zu sprechen. Was da so mein persönliches Anliegen vielleicht auch war bei dieser Arbeit, war, dass die AIZ natürlich versucht hat, dieser ganzen bürgerlichen Ideologie-Maschinerie oder so, die ja in sowas wie Zeitung und Illustrierten materiell wird oder so deutlich wird, der halt was entgegenzusetzen. Und das bedeutete eben natürlich auch halt die alltäglichen Lebenswirklichkeiten von eben den prekärsten Leuten der Bevölkerung halt aufzugreifen. Was ich sagen würde, das ist bis heute nicht erledigt oder so. Also diesen Raum, sich in der Öffentlichkeit zu erkämpfen, wo es auf eine kritische Art und Weise um zum Beispiel die eigene Sexualität geht oder um die Arbeitsbedingungen, in denen man ist und so weiter und so fort, das hat die AIZ versucht und das ist was in bürgerlicher Öffentlichkeit halt dezidiert unterminiert wird eigentlich oder versucht wird halt zu verhindern und da auch versucht wurde zu verhindern. Die Arbeiter Illustrierte Zeitung entwickelt nicht nur eine Öffentlichkeit, die ein Angebot für Proletarisierte darstellt, sondern sie bezieht diejenigen, die mit dieser Öffentlichkeit gemeint sind, selbst in ihre Produktion ein. Maßgeblich dafür ist ein Element, das ein wichtiger Bestandteil der AIZ ist: die Fotografie und damit verbunden die Fotomontage. Dieses Element speist sich aus zwei historischen Entwicklungssträngen der 20er Jahre. Einerseits hatten in dieser Zeit Künstlerinnen und Künstler der Avantgarde damit begonnen, mit der Fotografie zu experimentieren. Andererseits wurde die Fotografie zu einem Betätigungsfeld der Massen selbst. Es entsteht eine spezifische Arbeiterfotografie. Was so ein Phänomen ist, was halt in den 10er, 20er Jahren entstanden ist,
dass halt Leute, die jetzt nicht super vermögend waren, sondern wenig Geld hatten, sich halt Kameras zum Beispiel leisten konnten. Und dann sowas entsteht wie Privatfotografie oder so. Und diese Leute haben dann halt eben angefangen zu fotografieren. Und das bedeutete ja, dass halt nicht mehr nur die gutgestellten bürgerlichen Leute da fotografieren können, also, sondern dass es halt auch Arbeiterinnen waren in ihrem ganz einfachen Alltag oder so. Und die AIZ hat diese Arbeiterfotografen eigentlich angefangen zu organisieren als tatsächliche Arbeiterfotografen. Also es gab dann noch die Vereinigung der deutschen Arbeiterfotografen, auch unter Münzenberg. Die wurde Mitte der 20er Jahre, glaube ich, gegründet. Und dazu auch noch ein entsprechendes Organ, der Arbeiterfotograf. Das kam auch im Neuen Deutschen Verlag raus. Und diese Leute, diese Fotografen, haben die Bilder, also die Fotografien der Arbeiter Illustrierten, also eigentlich die Illustrationen sozusagen geliefert. Für die AIZ hauptsächlich. Das war auch deshalb notwendig, weil natürlich die Pressefotografen der bürgerlichen Presse diese Fotos gar nicht geschossen haben, die die AIZ interessiert hat. Also auf Demonstrationen den Moment festzuhalten, wenn die Polizei repressiv geworden ist. Oder in die Arbeiterviertel zu gehen und das zu fotografieren, wie leben die Leute da eigentlich. Oder in die Fabriken zu gehen und festzuhalten, was sind hier die Arbeitsbedingungen oder so. Gerade bei den Fabriken und in den Betrieben war das besonders schwierig, weil das halt verboten war, dort zu fotografieren. Und es gibt da einen gewissen Widerspruch in den Fragen der Ästhetik eigentlich oder der Form von diesen Fotografien. Also weil es gibt da so einen Ausspruch von so einer ehemaligen Redakteurin von der AIZ, diese Lilly Becher, die im Nachhinein in den 50er Jahren gemeint hat, dass im Zuge von diesen 20er Jahren irgendwann diese, Zitat, Kinderkrankheiten der Arbeiterfotografie überwunden waren. Das heißt, man wollte einen bestimmten ästhetischen Standard sozusagen erreichen in den Fotografien, wie die aufgebaut sind, also mit Perspektive und Licht, Schatten und so weiter, eine bestimmte Qualität erreichen, die sich auch gemessen hat eigentlich an der bürgerlichen Pressefotografie. Also die wollte man mindestens erreichen, wenn nicht sogar überholen. Und das Problem daran war aber, dass diese Arbeit der Fotografen ein Eigenverständnis von der Ästhetik hatten. Also wie sollen eigentlich diese Fotografien aussehen? Man merkt es zwischendurch manchmal, wenn man sich diese Bilder anguckt, dass so zum Beispiel so Frontalschüsse von Gruppen zu finden sind. Das sieht dann immer aus ein bisschen wie so Familienfotos oder so. Und da findet man eigentlich so eine ästhetische Spur oder so aus dieser Privatfotografie, wofür diese Fotos ja ursprünglich da waren, also warum diese Schichten sich das halt sozusagen erstmal angeeignet haben. Also in dieser Formung, okay, einfach so ein Frontalschuss von so einer Gruppe von vorne entspricht eben eher so einem Familienfoto. Und dann gibt es aber in diesem Organ der Arbeiterfotograf Debatten darüber, wie müsste das halt eigentlich aussehen? Wann ist das halt eine progressive Ästhetik, die einem kommunistischen Interesse oder so entspricht? Also auch nicht einfach nur Einzelpersonen zu fotografieren, sondern Gruppen, die irgendwie einen revolutionären Gestus verkörpern oder, also das ist dann so relativ vielfältig auf jeden Fall. Und naja, und ich glaube, dass dann ja auf irgendeine Art, wenn man das jetzt auf den Begriff der Gegenöffentlichkeit zurückbezieht, das eigentlich so ein Problem war in der AIZ. Auf der einen Seite entwickelt man eine bestimmte Vorstellung von Ästhetik, die halt revolutionär und kommunistisch oder progressiv ist. Auf der anderen Seite hat man halt Arbeiterinnen, die eine eigene Ästhetik eigentlich gerade entwickeln und die nicht immer damit übereinstimmt sozusagen, was jetzt die Partei oder die AIZ-Vorstellung in dem Fall ist. Die natürlich ein Stück weit auch zusammenging mit den Vorstellungen in der UdSSR oder, also genau. Und das wird eigentlich tendenziell schon, also diese Eigenästhetik oder dieses Bedürfnis nach Eigenästhetik oder einen proletarischen Ausdruck oder sowas in der Fotografie, der wird eigentlich viel unterlaufen in der AIZ. Oder der wird versucht halt eher auf so einen, auf eine professionelle Pressefotografie zu vereinen, wofür eigentlich auch der Arbeiterfotograf, also diese Zeitung, wo es dann diese Debatten gibt, wofür der eigentlich auch steht. Also das ist, glaube ich, eine ganz ambivalente Angelegenheit eigentlich. Die Ambivalenz, die Lilly Helmbold in der Arbeiter Illustrierten Zeitung und in der Arbeiterfotografie aufzeigt,
wirft Fragen auf, die für das Konzept der Gegenöffentlichkeit insgesamt bedeutend sind. Ist das Medium der Öffentlichkeit neutral gegenüber ihrem Inhalt? Was bedeutet es, wenn in der Form einer Öffentlichkeit von unten Parallelen zur Form der etablierten Öffentlichkeit sichtbar werden? Können sich hinter vordergründig bürgerlichen Formen der Öffentlichkeit dezidiert proletarische Inhalte und Bedürfnisse verbergen? Wie können Stil- und Formbewusstsein ausgebildet werden, ohne den Impuls von unten abzuwürgen oder zu manipulieren? Fragen, die an Aktualität nicht verloren haben. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge sind wir dabei, die Geschichte der Arbeiter Illustrierten Zeitung aufzuspüren, die von 1921 bis 1938 von Willi Münzenberg herausgegeben wurde. Wir haben die Entstehungsbedingungen dieser Zeitung beleuchtet und waren auf den Eigensinn ihres Herausgebers gestoßen. Wir haben gesehen, dass sowohl durch spezifische Inhalte als auch durch einen Bezug auf die Arbeiterfotografie in der AIZ eine spezifische Form proletarischer Öffentlichkeit entstanden ist. Lilli Helmbold hatte darauf hingewiesen, dass insbesondere der Bezug auf die Arbeiterfotografie mit Debatten, Widersprüchen, Ambivalenzen verbunden war. Neben der Arbeiterfotografie war für die AIZ ein spezifischer Umgang mit den Fotografien entscheidend. Die Fotomontage wie die Montage von Text und Bild. Benutze Foto als Waffe. Dieser Aufruf kam von dem avantgardistischen Künstler John Hartfield, der auch an der AIZ mitgewirkt hat. Dann würde ich sagen, es gibt halt zwei Arten der Montage in der AIZ. Es gibt auf der einen Seite eben die Sachen, die Hartfield vor allem gemacht hat, aber da gab es noch so einen Karl Warnick, hieß der, so einen anderen. Das sind halt dann, meistens war das entweder das Titelblatt oder die letzte Seite in der AIZ. Das ist einfach eine Seite, wo dann so ein synthetisches Gesamtbild, wie so ein Plakat könnte man vielleicht sagen, als Montage zu sehen ist, wo man aber eigentlich an der Technik, wie das gemacht ist, gar nicht mehr sieht, dass es eine Montage ist. Und das ist ja eine bestimmte Art, wie man montiert. Also eigentlich ist das eine retuschierte Montage oder sowas drin. Und der hat es immer so gemacht, dass man ein bestimmtes Bild hat oder er hat ein Bild zusammen montiert und dann die politische Botschaft dazu nochmal in Schrift extra expliziert hat, also mit einem Kommentar oder einer Überschrift oder so. Und eigentlich würde ich das halt eher bezeichnen als wie so ein Gesamtbild oder so. Und dass die Montage, die mich bei der AIZ aber eigentlich interessiert hat, war die im Text sozusagen. Oder was ich gemacht habe, war, ich habe mir eine Doppelseite genommen von einem Artikel, wo es den Artikeltext gibt und darum gibt es dann halt irgendwie Bilder. Und ich habe mir angeguckt, in welchem Verhältnis die Bilder zu dem Text stehen oder wie man die halt sozusagen lesen kann. Also wenn man sich das jetzt erstmal einfach so anguckt, dann sieht es halt einfach nur aus wie ein Text halt mit Bild, also oder mit mehreren Bildern, der das so begleitet. Und ja, das Besondere, was ich bei der AIZ fand oder dann halt so rausgefunden habe, war das, was ich vorhin auch meinte, die Bilder halt eine andere Funktion haben als eine einfache Bebilderung oder so. Also es gibt zum Beispiel einen Artikel, den ich mir mehr angeguckt hatte, war 33, das war zur Februarwahl, nachdem Hitler schon an die Macht gekommen ist, da ging es um die Frage, arbeiten wir jetzt mit den Sozialdemokraten eigentlich zusammen oder nicht? Und vor allem bei dem Text ist halt recht deutlich geworden, dass es auch einen Widerspruch gibt zwischen dem Artikeltext und der Bebilderung. Also der Artikeltext endet mit einem Aufruf zur Wahl von Liste 3, das war die KPD, wo sozusagen
klar wird, okay, uns ist jetzt sozusagen egal, ob ihr jetzt halt die Sozialdemokraten wählt oder die KPD, Hauptsache ihr wählt halt nicht die NSDAP, das war halt nicht die Aussage von dem Text, sondern die Aussage war von dem Text, ihr müsst auf jeden Fall die KPD wählen. Und das findet natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Sozialfaschismus-These von der KPD statt. Und da lief die Bebilderung so, dass auf der linken Seite gab es Fotografien von einem Lokal, wo die Kneipenbesitzerin umgebracht wurde von irgendwelchen Nazis. Und diese Kneipe wurde durch die Kommentierung zu diesen Fotos eigentlich charakterisiert als so eine, ja, die wurde auch sehr mütterlich charakterisiert, aber die war sozusagen eigentlich eine parteilose, sehr fürsorgliche Person, die sich sowohl um Arbeitslose als auch um Sozialdemokraten als auch Kommunisten so gekümmert hat. Also diese Kneipe, wo die gearbeitet hat, war so ein sehr vereinender Ort oder so für alle Prekären. Und dann ging das halt so weiter. Dann ging die Bildreihe von links oben nach unten weiter zu so einer Demonstration. Und ganz rechts war eine riesengroße Aufnahme von der Demonstration, die Sozialdemokraten organisiert hatten, wo aber auch Kommunisten zugegen waren in Berlin oder so. Und wenn man dann weitergegangen ist nach rechts unten wiederum, da war dann eine Fotografie, eine ganz kleine, von einer kommunistischen Kundgebung, wo dann eben aufgerufen wurde zu dieser Wahl von Liste 3. Und wenn man sich dann diese Doppelseite angeschaut hat, war halt das, was am meisten rausgestochen ist, die Fotografie von der sozialdemokratischen Demonstration, wo überhaupt nicht im Vordergrund stand. Oder das, was ich daran halt bezeichnend fand, war, dass in der Demonstration bildlich so viel Platz eingeräumt wurde, obwohl die eigentlich überhaupt nicht von der KPD organisiert worden war, sondern von den Sozialdemokraten und darauf auch noch hingewiesen wurde, dass halt aber auch Kommunisten zugegen waren. Zu einem Zeitpunkt, wo die Sozialfaschismus-These eigentlich noch Politlinie von der KPD war. Also das sozusagen eigentlich in einem Widerspruch stand zu der offiziellen Politiklinie von der Partei, für die diese Zeitung aber propagiert hat und wie das ja auch im Artikeltext sozusagen gemacht wurde. Also auf diese kleinen Widersprüche habe ich dann versucht zu gucken. Erwähnung findet hier die Sozialfaschismus-These. Sie stammt genuin von dem russischen Kommunisten Grigori Sinowjew und wurde von 1924 bis 1935 von der Kommunistischen Internationale propagiert. Auch die KPD hatte die Sozialfaschismus-These übernommen. Sie besagte im Kern, dass die Sozialdemokratie als Hauptfeind zu begreifen sei, dass die Sozialdemokratie selbst eine bestimmte Form des Faschismus repräsentiere. Gegenüber dem Sozialfaschismus sei die aufkommende nationalsozialistische Bewegung als vorübergehende Gefahr zu vernachlässigen. Auch die antifaschistische Aktion, die 1932 als Kampagne der KPD organisiert worden war, bedeutete nur vordergründig eine Einheitsfrontpolitik mit den Sozialdemokraten gegen die Nazis. Die antifaschistische Aktion zielte darauf, die Position der Sozialdemokratie zu schwächen und Mitglieder aus ihren Reihen abzuwerben. Wie auch immer man die Sozialfaschismus-These und die damit verbundenen Debatten rückblickend bewertet, Lilly Helmbold hat hier darauf hingewiesen, dass in der AIZ ein Widerspruch zwischen Text und Bild lesbar wurde. Ein Widerspruch, der darauf hinweist, dass in der AIZ möglicherweise nicht nur eine spezifische proletarische Öffentlichkeit entstand, sondern auch eine Gegenöffentlichkeit innerhalb des kommunistischen Lagers. Während auf der Textebene die damals übliche Position der Kommentaren zu lesen war, tauchte auf der Bildebene bereits ein Trend zur Einheitsfrontpolitik auf. Kommunisten und Sozialdemokraten gemeinsam gegen Nazis. Na, also das ist ja ganz spannend, weil die AIZ eigentlich schon eher für eine Volksfront eingetreten ist, als es offizielle Partei, also oder Kommentarenlinie war. Also der Münzenberg, also der Verleger von der AIZ, ist 33 nach Paris gegangen, geflüchtet, und dort gab es dann halt Debatten wie, ja, also dort stand sofort sozusagen für die Exilanten, sowohl auf der kommunistischen als auch sozialdemokratischen Seite, okay, wie gehen wir jetzt halt mit diesem nationalsozialistischen Deutschland um? Und da findet man schon relativ früh eigentlich Bestrebungen auf beiden Seiten, dass man halt zusammen agieren möchte. Und die Parteien, also die Exil-SPD und die Exil-KPD, stehen aber ziemlich lange eigentlich dagegen. Und
Die AIZ in ihren Berichten, also wie dieser Artikel, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, fährt eigentlich die ganze Zeit aber schon ab 33 halt eine Linie, wo die für eine Einheitsfront, also Einheitsfront heißt dann Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Kommunisten, als Vorbedingung für die Volksfront eintreten. Und das ist eigentlich erstmal ein Widerspruch zur offiziellen Kommentarenlinie. Die Sozialfaschismus-These wird 33 sogar nochmal bestätigt von der Kommentaren, worüber sich der Münzenberg dann halt tierisch aufgeregt hat. Und eine tendenzielle Wende, wo das zusammenging, war dann der Kampf im Saargebiet 34-35, wo es um die Rückgliederung des Saarlandes an Nazi-Deutschland ging. Dort haben zum ersten Mal Sektionen von der KPD und SPD zusammengearbeitet, auch gegen die offizielle Parteilinie. Also die SPD Saar hat sich gegen ihre Mutterpartei sozusagen da gewendet und zum ersten Mal eine Einheitsfront und dann mit Katholiken zusammen eine Volksfront gebildet. Also insofern schlägt sich das halt noch vor dem offiziellen Politikwechsel der Kommentaren in der AIZ nieder. Die Arbeiter Illustrierte Zeitung gewann parallel zur Erstarkung der nationalsozialistischen Bewegung immer mehr Leserinnen und Leser. In den 30er Jahren erreichte sie eine Auflage von 500.000. Ihr Einfluss war jedoch wohl größer, da die Zielgruppe nicht gut betucht war und daher Haushalte und Freundeskreise gemeinsam die AIZ lasen. Die AIZ war ein wichtiges Organ des Antifaschismus. Willi Münzenberg wurde später als einflussreichster Gegner Hitlers bezeichnet. Nach der Machtübernahme der Nazis mussten die Mitarbeiter der Arbeiter Illustrierten Zeitung ins Exil gehen. Willi Münzenberg arbeitete in Prag, Teile der Redaktion in Paris. Bedingt durch das Exil machen sich innerhalb der AIZ einige Veränderungen bemerkbar. Nicht nur, dass die Auflagenzahlen enorm zurückgingen und das Blatt ab 1936 in Volksillustrierte umbenannt wurde, wohl zu verstehen als Bezugnahme auf die Volksfrontpolitik, die ab 1935 zur Linie der Kommentaren geworden war. Die Veränderungen betreffen auch die Frage der proletarischen Öffentlichkeit. Möglicherweise hat sich zu diesem Zeitpunkt ein nur kurze Zeit geöffnetes Fenster bereits schon wieder geschlossen. Da hat sich der Fokus vollkommen verschoben, weil die Bedingungen ja völlig anders waren. Also die AIZ ist dann eigentlich halt eher geworden zu einem antifaschistischen Kampfblatt, könnte man halt irgendwie sagen,
was verschiedene Aufgaben erfüllt hat, also vornehmlich Aufklärung über die Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland im Exil. Also das muss man, glaube ich, auch immer auf dem Schirm haben. Diese Zeitung war dann halt im Exil. Die Redaktion saß in Prag, der Verlag bzw. Willi Münzenberg war in Paris. Und das war eigentlich, ja, also eigentlich die vorrangige Aufgabe war eben zum einen aufzuklären darüber, was in Nazi-Deutschland passiert, dann auch, was halt im spanischen Bürgerkrieg passiert oder in Japan. Also es gibt da so verschiedene Themen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Was man auch findet, ist eine Dokumentation über Arbeitskämpfe in Amerika, wo man sagen könnte, okay, das hat noch am ehesten eine Ähnlichkeit zu der Arbeit in den 20er Jahren, was so eine proletarische Plattform oder sowas erfüllt. Aber so eine Etablierung von proletarischer Gegenöffentlichkeit war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr möglich, noch Ziel, weil dafür tatsächlich auch die Leute gefehlt haben. Also man hatte, also die Leserinnenschaft sozusagen, aus der der Inhalt sich gespeist hat, der AEZ auf der einen Seite, als auch die sie versucht hat anzusprechen, die war so in Frankreich nicht mehr gegeben oder in Prag beziehungsweise der Tschechoslowakei. Also was ich so ganz interessant fand bei der Entwicklung war zu merken, dass es entsteht dort in den 30ern zum Beispiel mehr sowas wie einen, ja, also Personenkult wäre vielleicht zu arg formuliert, aber Personen des öffentlichen Lebens wie einen Heinrich Mann zum Beispiel oder André Gide oder Babus oder so, also prominente Persönlichkeiten schreiben dann halt in der AEZ und so wird das auch ausgestellt und dieses Argument der Autorität oder sowas, also wer schreibt da jetzt einen Artikel, das gab es in den 20er Jahren nicht, die Artikel wurden meistens anonym veröffentlicht, also es gibt da schon auch so in den 20er Jahren Artikel von so ganz besonderen Intellektuellen oder prominenten Intellektuellen, aber in den 30er Jahren verschiebt sich das eigentlich total. Da gibt es dann auch so eine, die Tribüne der Volksfront, das war so eine eigene Rubrik in der AEZ, wo dann halt nur so berühmte Persönlichkeiten veröffentlicht haben darüber, warum die Volksfront jetzt halt notwendig ist oder so. Und das stellt natürlich dann halt einfach die Frage, wer wurde da eigentlich versucht zu adressieren? Und das waren natürlich also zum einen die Exilantinnen, die kommunistischen Exilantinnen, aber es gibt auch in der AEZ wie so öffentliche Aufrufe oder Artikel an Sozialdemokraten oder die Sozialdemokratische Partei, die sich halt stetig geweigert hat, mit der KPD so eine Einheitsfront zu bilden oder auch eine Volksfront. Also man wollte da halt nicht mehr das proletarische Milieu ansprechen oder die proletarische Klasse, sondern gehobene Intellektuelle, Akademiker, Leute mit Einfluss, Politikerinnen. Und bestimmte Debatten, die unter Parteifunktionären gelaufen sind, wurden dort auch ausgetragen. Aber das ist eigentlich eine sehr eindeutige Verschiebung sozusagen der ursprünglichen Aufgabe. 1933 hat sich Willi Münzenberg einen Namen dadurch gemacht, dass er sich um eine Aufklärung über die Hintergründe des Reichstagsbrands bemühte. In seinem Verlag erschien das Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror, das internationale Beachtung fand. Unterdessen war es der näher rückende Zweite Weltkrieg, der das Projekt der Arbeiter Illustrierten Zeitung beendete. Die AEZ ist bis 38 rausgekommen. Also 38 begann ja die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nazis und die Redaktion ist dann sehr überstürzt sozusagen weiter nach Westen ins Exil gegangen. Die waren dann, glaube ich, die sind dann auch nach Frankreich gegangen und hatten da nochmal so einen Versuch, die AEZ wieder rauszubringen. Das war dann aber gar nicht mehr möglich. Und also wenn man sich das letzte halbe Jahr von der AEZ anguckt, dann ist das halt auch so ein relatives Trauerspiel. Also die letzte Ausgabe hat 10 Seiten, glaube ich. Davor waren das halt immer so 30 oder so. Und das letzte halbe Jahr von der AEZ, da geht es eigentlich überhaupt nicht mehr um die Volksfront oder sowas, sondern das ist eigentlich nur noch ein Schreiben über das Kriegstreiben und Kriegsstreben von Hitler. Und der spanische Bürgerkrieg spielt auch immer noch eine Rolle, aber das ist wahrscheinlich auch was man der AEZ auch gutheißen muss, diese Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus. Genau, die AEZ hat von vornherein halt geschrieben, dass es halt um Kriegsentwicklungen geht, hat von vornherein Artikel geschrieben über die Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland. Und das wird dann sozusagen
je näher der Krieg rückt, je merklicher sozusagen wird, dass das halt Realität werden wird oder so. Ja, umso mehr verschiebt sich da auch nochmal der Fokus. Und dann würde ich sagen, also 38 war dann halt einfach die Not, sich zu retten sozusagen. Und da konnte man halt diese Publikationsarbeit überhaupt nicht mehr leisten. Eine Form der Öffentlichkeit, wie sie in der Arbeiter Illustrierten Zeitung zeitweise entwickelt wurde, harrt ihrer Aktualisierung. Wir können heute nicht mehr die Sprache der Kommunisten der 20er und 30er Jahre sprechen. Vieles von dem, was sie sagten, hat sich später als falsch erwiesen. Aber sie haben Fragen aufgeworfen, die uns heute in veränderter Weise immer noch betreffen. So auch die AIZ mit einer spezifischen Form der Gegenöffentlichkeit. Wer sich ihre Geschichte ansieht, muss nicht alles von vorne und neu anfangen. Willi Münzenberg wurde in der zweiten Hälfte der 30er Jahre ein Abtrünniger der Komintern. Er ist dann nach Druck aus der Partei, aus der KPD ausgetreten. Er starb im Jahr 1940 in Frankreich auf der Flucht vor den Nazis. Ihr hörtet eine Sendung mit Lilli Helmbold, die in näherer Zukunft einen Text über die Arbeiter Illustrierte Zeitung veröffentlichen wird. Das war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, nachzuhören unter ärgernis.blogsport.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.